Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Wir befinden uns in der Rubrik typische Lehrerfragen und wollen hier insbesondere für die Bestnoten in der mündlichen Mitarbeit arbeiten. Ja, das heutige Thema bei den typischen Lehrerfragen sind Transportvorgänge und da wollen wir gleich richtig einsteigen. Wir sind also im Bereich Leben und Energie und bei den Basiskonzepten werden wir insbesondere Struktur und Funktion, aber auch Steuerung und Regelung und Information und Kommunikation heute kennenlernen bzw. anwenden. Und die erste Frage, die euch ein Lehrer stellen könnte oder eine Lehrerin, wäre: Wasser ist eine wichtige Voraussetzung für Leben auf der Erde. Welche biologischen oder auch physikalischen Konzepte kennt ihr, die eng mit dem Wasser verbunden sind? Da geht es erstmal so ein bisschen um das Grundverständnis. Da könntet ihr jetzt einiges nennen. Ich habe jetzt mal nur ein paar Beispiele rausgesucht, die da richtig wären. Das wären also Diffusion und Osmose, um die es auch heute begehen soll. Dann auch Adhäsion und Kohäsion. Das sind ja die Kräfte, die zum Beispiel auf das Wasser wirken. Dann die Transpiration und der Transpirationszug. Und die letzten vier sind zum Beispiel für den Transport von Wasser in den Pflanzen sehr, sehr wichtig. Und auch Diffusion und Osmose spielen da auch eine Rolle. Also all diese Begriffe, die ich jetzt hier genannt habe, sind letztendlich auch sehr wichtige Konzepte, die ihr kennen solltet. Es könnte dann weitergehen mit der Frage, ihr kennt sicherlich den Begriff Kompartimentierung. Und wie heißt die wichtigste biologische Struktur, welche Kompartimente in Organismen schafft? Und das ist richtig, das wäre die Biomembran. Und dazu nochmal ein Bild hier von einer Biomembran. Und nochmal zu der Frage, was sind Kompartimente? Kompartimente sind Reaktionsräume, die durch eine Biomembran von ihrer Umgebung getrennt sind. Biomembranen sind in der Regel semipermeabel. Es gibt aber auch Strukturen, die permeabel sind, wie zum Beispiel die Zellwand. Was ist dabei der Unterschied? Permeabel bedeutet durchlässig. Das heißt, dass hier zum Beispiel Ionen, aber auch größere Moleküle einfach durch diese Struktur hindurch können, wenn sie nicht zu groß sind. Das werdet ihr, wenn ihr Plasmolyse und Deplasmolyse besprecht, sicherlich auch nochmal wissen müssen, deshalb diesen Begriff permeabel und Zellwand gleich gemeinsam abspeichern. Semipermeabel. Eine semipermeable Membran erlaubt den Durchtritt bestimmter Substanzen, während sie andere blockiert. Generell können ungeladene Moleküle, so wie Wasser, Gase, wie zum Beispiel Sauerstoff und Kohlendioxid und kleine polare Moleküle durch eine semipermeable Membran mittels Diffusion hindurchtreten. Ionen und größere Moleküle werden normalerweise blockiert, es sei denn, die Membran verfügt über spezifische Kanäle oder andere Transportproteine, die für deren Passage ausgelegt sind. Darauf kommen wir gleich noch. Der Lehrer oder die Lehrerin könnte jetzt sagen, heute wollen wir Transportvorgänge zwischen Kompartimenten besprechen. Wie nennt man es, wenn sich zum Beispiel Ionen ohne Energieaufwand durch eine permeable Membran bewegen? Ionen sind ja geladene Teilchen, also auch polare Teilchen. Und ohne Energieaufwand, das bräuchtet ihr beides. Und permeable Membran. Und da wäre natürlich der Begriff Diffusion jetzt gefragt. Und natürlich könnte eure Lehrerin dann auch gleich noch genauer nachfragen, ob ihr diesen Vorgang noch genauer erklären könntet. Und dazu jetzt hier diese kleine Animation. Vielleicht versucht ihr mal dazu zu sprechen und das Ganze zu erklären. Ich würde es dann nochmal für euch auf den Punkt bringen. Diffusion ist die passive Bewegung von Teilchen von einer Region hoher Konzentration zu einer Region niedriger Konzentration. Das nennen wir auch mit dem Konzentrationsgradienten. Ja, wir hatten ja gerade gesagt, Konzentrationsgradient, und zwar mit dem Konzentrationsgradienten. Das vielleicht nochmal etwas genauer. Was bedeutet das? Auch hier nochmal eine kleine Animation dazu.
Wenn das Kompartiment nun durch eine semipermeable Membran von der Umgebung abgetrennt ist, können Wasserteilchen trotzdem durch diese Membran gelangen. Wie nennt man diesen Vorgang? Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr euch auf diese Wasserteilchen konzentriert. Das ist nämlich ein häufiger Fehler. Genau, jetzt ist erstmal richtig, das wäre die Osmose. Und hier betrachtet man eben nur Wasserteilchen, weil diese durch diese semipermeable Membran hindurch kann. Das sind übrigens auch nochmal Strukturen da mit die Aquaporine, die das noch unterstützen. Und dieser Vorgang wird durch das Vorhandensein von Salzen, also von Ionen, verstärkt. Das heißt, wenn auf einer Seite der semipermeablen Membran eine hohe Konzentration eines bestimmten Ions oder von verschiedenen Ionen herrscht, dann wird das Wasser regelrecht auf die Seite gezogen, wo diese hohe Konzentration ist. Also im Prinzip zu dem erhöhten Bereich der Ionen. Dazu jetzt nochmal eine Animation wieder. Ihr erklärt das mal selbst und ich bringe es wieder auf den Punkt. Wir zwei Kompartimente haben, die durch eine semipermeable Membran voneinander getrennt sind und in einer hypertone und in der anderen eine hypotone Flüssigkeit sich befindet. Hyperton heißt also eine höhere Konzentration an Ionen. Dann bewegt sich das Wasser von der Seite der hypotonen zur hypertonen Flüssigkeit. Das heißt, der Wasserspiegel würde dann auf der hypertonen Seite ansteigen. Sowohl Diffusion als auch Osmose laufen also ohne ATP-Energie ab. Daher werden sie auch zu den passiven Transportvorgängen gezählt. Wenn bestimmte Strukturen vorhanden sind, können auch geladene Teilchen, Ionen, durch eine semipermeable Membran gelangen. Wer von euch kennt denn diese Strukturen, die das ermöglichen? Genau, und das sind Ionenkanäle, also Kanäle durch die Membran, welche Ionen transportieren können. Und hier könnte jetzt die Frage kommen, könnt ihr den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion von Ionenkanälen erklären? Also Basiskonzept Struktur und Funktion bezüglich passiven Transportvorgängen und Ionenkanälen. Und da könntet ihr sagen, Ionenkanäle sind Proteinstrukturen, die eine Membran durchdringen. Sie sind innen hohl und polar. Sie können spezifisch Ionen transportieren. Der Transport erfolgt ohne ATP mit dem Konzentrationsgradienten, also vom Ort der höheren Konzentration an Ionen zum Ort der niederen Konzentration, so lange, bis ein Konzentrationsausgleich da ist. Wer von euch kennt denn ein Beispiel für Ionenkanäle in Organismen? Ein ganz berühmtes Beispiel ist euch sicherlich bekannt bei den Neuronen, also den Nervenzellen. Da gibt es solche Ionenkanäle, und zwar Natrium- und Kalium-Ionenkanäle. Und diese sind wichtig für das Entstehen eines Aktionspotentials, also für die Reizweiterleitung, zum Beispiel vom Gehirn zu den Muskelzellen. Also innerhalb der Membran des Neurons liegen eben diese Kanäle, diese Natriumkanäle und diese Kalium-Ionenkanäle, und die werden spannungsgesteuert geöffnet und dann können Ionen einfließen oder ausfließen aus dem jeweiligen Kompartiment. Dazu habe ich aber auch noch mal ein Video erstellt, welches ihr euch auf meinem Kanal anschauen könnt. Ja, das wäre eine sehr gute Antwort gewesen. Da hätte eure Lehrerin oder eure Lehrer sicherlich sehr viel Freude dran gehabt. Und jetzt könnte weiter gefragt werden: Bei den Nervenzellen finden wir aber auch noch andere Strukturen. Diese sind für das Ruhepotenzial verantwortlich. Wer von euch kennt diese Proteine? Ja, und wer da schon ein bisschen Ahnung hat, der hat da natürlich jetzt einen großen Vorteil. Das sind die Natrium-Kalium-Pumpen.
welche Natriumionen in den extrazellulären und Kaliumionen in den intrazellulären Raum des Neurons transportieren. Das ist also eine Struktur, natürlich ein Protein, welches sowohl Natrium als auch Kaliumionen jeweils in die entgegengesetzte Richtung transportieren kann und damit ein Ruhepotenzial, also ein elektrisches Potenzial, schaffen kann. Prima, diese Pumpen können gegen ihren Konzentrationsgradienten transportieren. Das könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Dafür ist ATP-Energie notwendig. Auch das nochmal ganz kurz hier in der Abbildung verdeutlicht. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Unter diesem QR-Code findet ihr dann das Handbuch zu diesem Teil Lehrerfragen und Schülerantworten. Und ich wünsche euch viel Erfolg damit und ganz liebe Grüße. Tschüss, euer Xi.